Man hört ja immer so, das Netz vergisst nicht. Also alles, was ich da jemals poste, wird auch in aller Zukunft zu finden sein. Wie kann ich denn mit dieser Transparenz und auch dieser Dauerhaftigkeit umgehen? Der beste Tipp ist, nie etwas im Netz sagen, schreiben, publizieren, was man nicht auch öffentlich sagen würde. Also diese Medienkompetenz muss man sich in dem Moment, wenn man sich ins Netz hineinbegibt, einfach aneignen. Dass einem klar ist, dass jeder Kommentar theoretisch immer wieder auffindbar sein könnte. Es lässt sich nie vermeiden, dass Screenshots gemacht werden. Also selbst von meinen 600 Freunden bei Facebook weiß ich, die kenne ich natürlich nicht alle so innig, dass ich nicht weiß, dass wenn ich mal was ein bisschen unglücklich Formuliertes von mir gebe, dass es nicht vielleicht doch jemand per Screenshot festhält, auch wenn ich es am nächsten Morgen bereue und gelöscht habe. Das heißt, bei allem, was man im Netz von sich gibt, das, also als Leitlinie für mich habe ich da eigentlich so das entwickelt, von wegen schon persönlich zu posten. Also es sollte nicht wie von einer Maschine gestanzt kommen, sondern es sollte schon persönlich auch glaubwürdig sein und authentisch sein, aber nie privat. Das heißt, ich würde nie über meine Kinder, über irgendwelche Krankheiten, über meine Religion, also das, was ich für mich in der Öffentlichkeit als privat deklariere, das würde ich auch im Netz unbedingt privat halten und nicht dort kommunizieren. Ein anderer Tipp ist natürlich, don't drink and post. Also dieses Betrunken am Samstagabend oder sowas erlebt man manchmal immer wieder. Durchaus kommt das vor, dass Leute abends etwas angetrunken twittern und am nächsten Morgen dann löschen. Das kann dann schon zu spät sein. Insofern, und auf jeden Fall ein sehr guter Tipp ist die Privatsphäre-Einstellung, die sich insbesondere bei Facebook ja immer mal wieder verändern. Das heißt, selbst wenn ich heute meine Privatsphäre-Einstellung überprüft habe und gesichert habe, dass wirklich nur das zu sehen ist, was ich will, in einem halben Jahr kann das schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, man muss regelmäßig diese Privatsphäre-Einstellung sichern und durchchecken. Da fällt mir ein Beispiel ein von einem Journalistenschüler, den ich einmal im Workshop hatte. Da bin ich die Facebook-Profile durchgegangen und bei dem war, ohne dass ihm das bewusst war, halt die Gruppenzugehörigkeit zu einer, ich sag mal, erotisch etwas experimentelleren Spielart öffentlich, was ihm überhaupt nicht klar war. Das heißt, die Gruppenzugehörigkeit bei Facebook ist oft sehr viel öffentlicher, als einem das lieb ist. Und das kann man aber im eigenen Profil durchaus auch etwas restriktiver handhaben. Als ich mich neulich mal gegoogelt habe, bin ich tatsächlich auf ein Ergebnis gekommen bei einer Personensuchmaschine, die meinen Amazon-Wunschzettel öffentlich gemacht hat. Tja, das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie im Netz Identitäten, die unterschiedlich gehalten sind, sehr manchmal unfreiwillig zusammengeführt werden. Bei Amazon ist es tatsächlich in der Grundeinstellung so, vor einigen Jahren gewesen auf jeden Fall, dass die Wunschzettel öffentlich waren. Das kann man in Privateinstellungen, also auf privat stellen, sodass die nicht öffentlich sind oder dass ich nur dann, wenn ich den Link weitergebe, dass die Person den sehen kann, dass es aber nicht googelbar ist, wie diese Links, die in diesen Personensuchmaschinen anzeigbar waren. Dazu kam aber noch ein zweiter Punkt. Bei Amazon kann ich mir ja einen Nutzernamen geben, der eben ein Pseudonym hält, der nicht mein Klarname ist, mit dem ich auch Rezensionen schreiben kann. Und bei der Wunschliste, bei dieser Wishlist, war es tatsächlich so, dass der in dem Moment, wo die Wunschliste aufgerufen wurde, auf jeden Fall war das vor einigen Jahren so, dass dieser Pseudonymname verknüpft war dann und aufgedeckt wurde, mein Klarname, an wen das eigentlich geschickt wurde. Ich weiß nicht genau, wie das heute noch aussieht, aber das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass ich gar nicht immer als Nutzer unbedingt weiß, wo, an welcher Stelle meine Pseudonyme und Klarnamen zusammengeführt werden. Aber so wie du jetzt gerade geantwortet hast, hört sich das ja eher so an, als sollte ich lieber nichts posten oder nur sehr, sehr zaghaft. Nein, so weit würde ich natürlich nicht gehen. Das hängt auf der einen Seite natürlich sehr davon ab, wie die Privatsphäre-Settings gesetzt sind. Wenn ich das so eingestellt habe, dass es, was ich bei Facebook zum Beispiel poste, nur von meinen Freunden gelesen kann oder noch enger gesetzt nur von den engen Freunden, die man als Unterliste nochmal anfertigen kann, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Wobei, bei Facebook posten bedeutet für mich immer ungefähr auf so einem Vertrauenslevel zu sprechen, als ob wir uns im Café treffen würden, wo ich dir was erzählen kann, aber eben davon ausgehen muss, dass es auch jemand mithören kann. Es ist öffentlich. Zwar nicht sehr öffentlich, ich laufe nicht mit dem Megafon durch die Straßen, aber ich erzähle es in so einem Rahmen, wo es halt auch weitergetragen werden kann. Das ist was anderes, als wenn ich mich mit einer Freundin im privaten Kämmerlein treffe und dort über ganz brisante Dinge sprechen würde. Das ist ja im Netz auch manchmal verwirrend, weil man dann so dieses Gefühl der Vertrautheit, was du gerade angesprochen hast, ja auch hat, wenn man dann jemanden kommentiert und so eine Art Zweiergespräch entsteht und dabei vergisst, wer alles noch mitlesen kann.
Genau, das ist auch tatsächlich der Fall. Vor allen Dingen auch, selbst wenn es spät abends ist oder so, man darf da wirklich nicht diese Nielsen-Pyramide, die 90% vergessen, die, auch wenn sie sich überhaupt nicht regen und überhaupt nicht zeigen, die lesen aber mit. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass alles, was man online postet, irgendwie auch noch weiter registriert wird. Also an die Kaffeebesucher denken, die im Hintergrund sitzen. Genau das.